Sascha, mach mal Anmoderation. Sie haben es gleich erkannt, ne? Wann wir schreiten, Seite an Seite zieht mit uns die neue Zeit. Das waren Live-Bilder aus Berlin vom schwungvollen Gründungskongress des Bündnis. Oh, hoppla. Sorry, falsches Bündnis. Das eine hat natürlich gar nichts mit dem anderen zu tun. Ähnlichkeiten mit zum Teil noch lebenden Personen sind rein zufällig. Und wenn ein Gast sich nicht benehmen kann, dann wünsche ich ihm alles Gute und schicke ihn wieder weg. Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt. Jörg Wagenknecht und Sarah Haider in dieser demagogischen, hetzerischen Weise aneinander zu flanschen, zu schrauben. Ja, okay, das ist schon Offenbarungseid. Das ist journalistisch Vergleich anmelden. Zum Beispiel den hier. Haiders Jörg focht ein kurzes Leben lang gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sarah Wagenknecht dagegen kritisiert immer wieder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Etwa die völlig obszönen Intendantengehälter. Und hier geht es ihr natürlich auch um die soziale Gerechtigkeit und das Lohnabstandsgebot. Funkende Staatslakaien, die über 300.000 Euro im Jahr einstecken, während etwa prekäre Revolutionsführerinnen mit kargen 750.000 Euro Nebeneinkommen darben müssen. Und damit ist jetzt erstmal Schluss. Einen ersten Vorschein der neuen Zeit brachte der Montag dieser Woche über. Über alle Sender scholl ein neuer Geist der Vielfalt. Wir haben die schlechteste Regierung der bundesdeutschen Geschichte und wir haben gleichzeitig die schlechteste Regierung, die die Bundesrepublik jemals hatte. Ja, ich finde, wir haben wirklich die schlechteste Regierung der bundesdeutschen Geschichte. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Natürlich versuchten die beflüssenden Bundesbüttel in den Sendebehörden, dem neuen Bürgerfunk mit irgendwelchen kleingeistigen, scheinbar kritischen Fragen dazwischen zu lamentieren. Aber nicht mit Sarah. Aber ich finde, die Frage ist wirklich ein bisschen zu klein gedacht. Nimm dies, Schurke, und bahne den Weg dem vielstimmigen Chor des Volkes. Repräsentationslücke. Unterrepräsentiert bisher. Zum Beispiel die ganz normale Dissidentin im Supermarkt. Und spätestens da fragten sich viele Zuschauer mit der Fernbedienung in der Hand. Wir wissen nicht mehr, was wir wählen sollen. Sarah Wagenknecht kann das Wasser brechen und übers Brot laufen. Sie schreitet mit sich selbst Seite an Seite durch die Nachrichten. Es gab natürlich noch ein letztes Aufbäumen der bourgeoisen Hämepresse. Style-Kritik vom traditionell frauenfeindlichen Spiegel. Ja, ist ihr doch kajal. Sarah Wagenknecht ist eine Großmeisterin der medialen Stadtfindekunst und dabei im Herzen Demokratin geblieben. Sagen Sie mir, was jemand wählen soll. Stratzi, wie war das jetzt nochmal mit Nord Stream? Das waren doch die Russen, ne? Dass ich persönlich mir vorstellen kann, dass das Russlandseits ist. Wer sollte sonst ein Interesse haben? Und als du eine russische Rakete auf Polen erfunden hattest, tat dir das irgendwie leid? Nein, ich bereue gar nichts. So, und dann erklär mal, wie ist das jetzt mit dem Nahen Osten? Russlands Angriff auf die Ukraine, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel hängt unmittelbar zusammen. Im Übrigen war das am Tag von Putins Geburtstag, der 7. Oktober. Das sind alles keine Zufälle. Das ist eine Binse. Das hier auch. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, der Terror der Hamas finde nicht in einem Vakuum statt. Das hier ist ein Schaumkraut. Oder das. You are tolerating terrorism. Entschuldigen solle sich der UN-Generalsekretär oder zurücktreten. Der israelische Außenminister und der Botschafter Israels bei den UN. Später sagte der Außenminister noch, seit dem Terrorüberfall, dem 7. Oktober, gibt es keinen Platz mehr für ausgewogene Positionen. Das ist eine Saat. Sie würde 112 Jahre alt heute, was ihr durchaus zu gönnen wäre, weil sie viel mehr als nur eine Künstlerin ihrer selbst war, sondern eigentlich die Erfinderin eines Genres und Dutzende Lieder in den Status eines Volksliedes hochgesungen hat.
und trotzdem nur ein, naja, nicht mal Hit hatte, sondern Platz 99, ihre einzige Chartsnotierung in den USA mit einem Lied, da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf, also in 112 Jahren nicht drauf gekommen.